Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück bei Risen. So, und heute wollen wir endlich in die Vulkanfestung gehen. Stimmt's? Klaus? Nee, Paul heißt er. Hey, warte mal. Ich hab gesehen, wie du den Berg raufgekommen bist. Und? So wie du aussiehst, hast du hier draußen nichts zu suchen. Willst du mir Ärger machen? Nee, Mann, ich nicht. Wenn Santiago dich sieht, kriegst du schon mehr als genug Ärger. Aha, wurden also beobachtet oben vom Berg. Übrigens... Hinter dir, ein schreckliches Monster! Was? Wie? Wo? Mann, Mann, mach nicht so einen Scheiß mit mir! Hehehe, so. Aber sag mal, erstmal will ich mal was von dir wissen. Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich steh mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Das könnte sein. Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Aha. Deine Monster sind übrigens tot, ne? Deine Monster sind erledigt. Wirklich? Du hast gegen diese Schrecklichen... Du hast dich ihnen gestellt? Gnome. Es war eine Bande von kleinen Gnomen. Oha. Gnome? Bist du sicher? Ich meine... Danke. Schon gut. Hör mal. Es ist vielleicht besser, wenn wir das nicht an die große Glocke hängen. Waren ja nur ein paar Gnome, oder? Schon gut. Danke. Ich habe hier auch noch ein paar Münzen für dich. Oh, 25 Goldmünzen. So, wer ist denn dieser komische Santiago, hä? Was ist mit Santiago? Er gehört zur Inquisition. Das sind harte Kerle. Der steckt dich ohne zu fragen in die Vulkanfestung. Okay, und dann? Was passiert in der Vulkanfestung? Sie ziehen dir einen Rock an, drücken dir einen Stab in die Hand und lassen dich trainieren. Und dann darfst du noch den Hof fegen oder Wache schieben. Und die Scheiße dabei ist, du kriegst nicht mal ein kühles Bier. Alles, was es in der Vulkanfestung gibt, ist ein alter, verschlossener Weinkeller. Oh, ein Bier für Paul. Hier, hast du. Hier, trink mal einen kühlen Schluck. Ist das etwa ein Bier? Oh mein Gott. Mann, tut das gut. Danke. Ja, gern geschehen. Habe ich unterwegs gefunden. So. Ah, ich denke mal... So schlimm kann es schon nicht werden. Tja, oder? Ganz wie du meinst. Dann geh zu Santiago und lass dich rekrutieren. Hoffentlich bleibt es ruhig. Okay, das machen wir sofort. Ich wollte mal gucken, was hier so rumklebt. Oh, eine Heldenkrone. Wozu auch immer die gut ist, habe ich noch nicht herausgefunden. Aber klingt so bombastisch, so eine Heldenkrone. Ist bestimmt total wertvoll und supi. So, bevor wir da reingehen, berate ich mir erstmal... 33 Fleisch. Zack. Passen auch alle in die Pfanne rein. Das ist nämlich eine verzauberte Pfanne. Passt ganz viel rein. Und noch ein paar Bollen hier. So, zack. Mit den Hähnchenkeulen. Jetzt ein schöner Bräu, da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Im Real Life sogar. Naja. So. Lass dich nicht aufhalten. Ja, genau. Ich speichere nochmal kurz und dann würde ich sagen. Oh, guck mal hier, Fässer. Na gut. Hallo. Na, wen haben wir denn da? Du siehst mir aus wie ein Herumtreiber. Und das Herumtreiben auf der Insel ist verboten. Also wenn du mir keinen vernünftigen Grund nennen kannst, warum du hier bist, wirst du rekrutiert. Weil? Rekrutiert? Warum? Auf Befehl des Inquisitors haben sich alle Männer und Frauen in der Stadt zu versammeln und dort zu bleiben. Jeder, der außerhalb der Stadtmauern aufgegriffen wird, ist unverzüglich einzusperren. Und aufgrund der jüngsten Ereignisse werden alle Gefangenen hier in der Vulkanfestung zu Rekruten ausgebildet. Ich arbeite für den Don. Ich habe irgendwie Lust, dem was anderes zu sagen, als das hier unten. Das ist ja voll langweilig. Wir können ja notfalls neu laden, wobei ich das eigentlich wirklich ungern mache, aber... Komm, versuch mal doch mal den hier. Weißt du, ich bin in der Zwischenzeit an etwas Gold gekommen. Ein Wächter der Inquisition ist nicht bestechlich. Nein, nein, du verstehst das falsch. Ich lasse einfach meinen Goldbeutel hier. Nicht bestechlich! Ist ja schon gut, reg dich nicht auf. Sehr, sehr, sehr gut. Ich lasse ihn einfach mal hier so da unten liegen und dann gehe ich einfach wieder. So, nee, für den Don arbeite ich ja gar nicht. Das wäre ja gelogen und Lügen tun wir nicht, weil Lügen haben kurze Beine und wir sind ja ein großer Mann. Na gut, ach komm.
So. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ist das so? Das kannst du Meister Pallas in der Vulkanfestung erklären. Ich bringe dich direkt mal zu ihm. Okay. Ui. Schon dunkel hier in der Vulkanfestung. Ah. Ich wusste es. Hier raus. Ah, okay. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick hier aus. Ich glaube, wir sind im Haus Gryffindor gelandet. Aha, ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht wahr? So, jetzt müssen wir uns ordentlich verhalten, weil das ist ja ein Magier und mit denen wollen wir uns wohl gut tun. Warte mal, das ist eine Verwechslung, ich kann das erklären. Ich wusste nicht, dass er verboten ist, sich draußen aufzuhalten. Nee, komm, wir sagen ihm mal die Wahrheit. Und zwar das hier. Ich habe mich freiwillig gemeldet. So, dann hast du bestimmt etwas mitgebracht, das du vorweisen kannst, nicht wahr? Ja. Ich habe diesen Brief von Carlos. Aha, ein offizielles Schreiben. Dann lass mich mal sehen. Ja, ja. Hier. Willschwur. Ach, so ist das. In der Stadt gearbeitet. So. Verstehe. Sehr schön. Männer wie dich können wir gut gebrauchen. Wofür? Das kannst du dir selber aussuchen. Entweder du wirst Rekrut und wir machen dich zum Ordenskrieger. Oder? Wenn dein Wille stark und dein Geist offen ist, wirst du Novize. Und wir machen einen Magier aus dir. Aber wie du dich auch entscheidest, erst wirst du die Grundausbildung absolvieren. Oh nee, mit dem Biwak raus in die Wildnis quasi. Dann schön mit der Schaufel und einer Rolle Klopapier. Ja, was... Komm, da können wir uns noch ein bisschen hier erkundigen. Was erwartet mich, ja. Was heißt es, ein Ordenskrieger zu sein? Jeder Ordenskrieger lernt den Kampf mit dem Stab. Und die Grundzüge der Magie. Ein ausgebildeter Ordenskrieger ist nicht nur auf seinen Stab angewiesen, sondern versteht es auch, machtvolle Kampfsprüche zu wirken. Okay. Und als Magier? Was erwartet mich als Magier? Das Studium der Magie ist anspruchsvoll und voller Entbehrungen. Fleiß, Geduld und Übung sind die Eigenschaften, die du mitbringen musst. Und du wirst deine kämpferische Ausbildung vernachlässigen, denn das Studium verlangt deine volle Konzentration. Dein Lohn jedoch ist mächtig, denn wir gewähren dir Zugang zu allen Zaubersprüchen. Oh, das klingt gut. Das werde ich auch gleich machen wahrscheinlich. Und dann noch eine letzte Frage. Was ist die Grundausbildung? Man wird dir die Grundlagen des Stabkampfes beibringen. Sobald du sie absolviert hast, werden sich die Meister um deine weitere Ausbildung kümmern. Egal, welche Richtung du einschlagen willst. Okay. Ja, Freunde, der Zeitpunkt ist nun gekommen, sich endlich für etwas zu entscheiden. Und ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, wir werden Magier. Das heißt, ich entscheide mich für den Weg der Magie. Ich entscheide mich für den Weg der Magie. Dann geh nun in den Raum nebenan. Dort erwartet dich bereits der Novize Taylor. Er wird dir eine Robe geben und dir alles Weitere erklären. Und was machst du so hier? Was ist deine Aufgabe? Abgesehen davon, dass ich mich um die neuen Freiwilligen kümmere? Ich bin der Verwalter der Vulkanfestung und damit habe ich mehr als genug zu tun. Brauchst du Hilfe? Nein. Kümmere du dich um deine Ausbildung und deine Prüfungen. Prüfungen? Was für Prüfungen? Jeder Magier wird dich prüfen und das wird schon schwierig genug für dich werden. Also höre ihnen gut zu und lerne fleißig. Das ist es, was ich von dir erwarte. Okay. Hast du eine Prüfung für mich? Du hast bereits viel für den Orden getan. Es ist nicht notwendig, dass ich dich prüfe. Alles klar. Ja, dann sind wir jetzt quasi Magier in Spe. Ich soll hier zu Taylor gehen. Wer ist denn Taylor? Hallo Taylor. Ah, du bist der Neue, was? Ich bin Taylor. Meister Pallas hat bestimmt schon mit dir gesprochen, was? Ja, er sagt, du hättest was für mich. Hier ist deine Robe. Trage sie mit Stolz, denn sie zeigt deine Verbundenheit zur Vulkanfestung und zur Magie. Novizenrock erhalten, so. Oh, ein Röckchen. Juhu! Ein Minirock hoffentlich. Ist das alles? Gut. Nein. Jeder neue Novize bekommt noch eine Karte der Festung, damit er sich nicht verirrt. Ah, warte mal. Die Rüstung. Die ist doch... 5, 5, 10, 10, 5, 10. 10, 10, 10. Ja, die ist eigentlich... Die ist ziemlich gut. Die ist wesentlich, wesentlich cooler als meine alte. Rüstung. Doch wertvoller, glaube ich. Ja, sehr nice. Okay. So. Was speichern hier?
Es sind so viele Sachen, die man öffnen kann, ne? Geh mal weg, Taylor. War eine Frage? Bist du freiwillig hier? Wie man's nimmt. Naja, das Essen ist besser als im Knast. Und hier habe ich was zu tun. Den Steinboden fegen? Unter anderem, ja. Wir teilen uns die Arbeit. Den Magiern ist es egal, wer die Arbeit macht. Hauptsache, sie wird gemacht. Wenn du willst, kann ich dir auch deine Kammer zeigen. Okay, machen wir gleich. Warst du schon mal draußen? Ja, aber glaub mir, hier drinnen ist es sicherer als draußen. Wie komme ich hier raus? Pallas öffnet das Tor. Aber er wird es erst tun, wenn Meister Ignatius dich für würdig hält. Das heißt, ich bin jetzt hier also eingesperrt. Mhm. Wer ist Meister Ignatius? Hey Mann, ich kann ja verstehen, dass du viele Fragen hast. Aber alles zu seiner Zeit. Du wirst Meister Ignatius schon früh genug kennenlernen. Also mach dir nicht in die Hose und sieh dir erstmal alles in Ruhe an. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. So, ja, die Kammer zeigen lasse ich mir gleich. Ich will erstmal hier ein bisschen, gucken. Wer ist das denn hier? Bruno Mars. Komm, sing ein Lied für mich. Eigentlich will ich gar nicht wissen, wie ich hier rauskomme, um ehrlich zu sein, aber... Wie komme ich hier wieder raus? Genau das habe ich auch gefragt, als sie mich hier reingeworfen haben. Aber keine Sorge, irgendwann werden sie das Tor öffnen. Irgendwann? Das klingt so weit weg. Nun, Meister Ignatius entscheidet, ob das Tor geöffnet wird. Also mach dich nicht verrückt, sondern sieh dich erstmal in Ruhe um. Mhm. Ignatius also. Taylor erzählte mir von ihm. Wenn du dich anstrengst, wirst du schon bald vor ihm stehen. Okay, ja, anstrengend tun wir uns ja sowieso immer. Ich glaube, klauen kann ich hier nichts. Ich lasse es einfach mal sein. So, na gut, dann zeig mir doch mal die Kammer, Kollege. Zeig mir meine Kammer. Dann folge mir. Okay. Oh, guck mal, er geht weg. Geht er sich um? Warte mal, ich habe gerade eine coole Idee. Ah, Moment. Er geht doch jetzt bestimmt gleich um die Ecke. Ja, sehr, sehr geil. Das heißt, ich kann jetzt hier wahrscheinlich stibitzen. Zum Beispiel diesen Besen. Juhu! Ist ja nicht wirklich klauen, wir borgen uns das ja quasi nur für unsere wichtigen Aufträge. Ist ja alles nur geborgt, das zahlen wir irgendwann zurück, wenn wir dann die Welt gerettet haben. Ein Buchständer. Hier steht etwas über Magie. Weißer plus 3, aha. Und da ist noch eine Truhe. Oh. Magier vertrauen sich ja richtig, sieht man. Daran, dass sie alles verschließen. Ach, Mann. Oh, so. Ja, hat sich ja gelohnt. Naja, wenigstens haben wir den Dietrich wieder zurückbekommen. So, okay. Ich komme. Auf geht's. Was ist denn hier? Oh, guck mal. Ein dicker grüner Kristall. Ja, das sieht doch ganz schick hier eigentlich aus, muss ich ja sagen. Bleib dicht bei mir. Ha, ein neuer Rekrut. Warum trägst du nicht den Rock der Truppe? Ich habe mich für den Weg der Magie entschieden. Hört euch das an! Er hat sich für den Weg der Magie entschieden. Glaub ja nicht, dass du deshalb was Besseres bist. Du besorgst dir jetzt einen Stab und dann schwingst du deinen Arsch wieder zu mir. Warum soll ich mir einen Stab besorgen? Weil du mir zeigen wirst, ob du überhaupt in der Lage bist, einen Stab richtig zu halten. Wobei ich befürchte, dass du keine Ahnung vom Stabkampf hast. Und deshalb wirst du trainieren. Jeden Tag, wenn es sein muss. Bis ich mit dir zufrieden bin. Und wer bist du? Wer bist du? Ich bin Bronco. Für dich Meister Bronco. Ich bin hier, um aus euch Waschweibern echte Kerle zu machen. Und es gibt keine Ausnahme. Auch nicht für angehende Magier? Erst recht nicht für angehende Magier. Ah, ein Wichtigtuer. Mhm. Aber du trägst selber keinen Stab. Du bist ein Schlauberger, was? Ja. Ich bin ja auch nicht hier, um zu trainieren, sondern um aufzupassen, dass ihr trainiert. Niemand ist besser dafür geeignet, auf einen Haufen Verbrecher aufzupassen, als ich. Bin kein Verbrecher, du Spacko. Aber das ist eine wirklich wichtige Frage. Wo bekomme ich einen Stab? Das musst du schon alleine herausfinden. Oder bist du zu blöd dafür? Hör doch gleich aufs Maul, Junge. So. Ich bin sofort wieder da. Das heißt, ich bin sofort wieder da, Meister Bronco. Ja. Wie auch immer. Na warte, Bursche. Du hast wohl noch nicht kapiert, wie das hier läuft. Aber keine Sorge. Ich werde dir schon den nötigen Respekt beibringen. Ja. Alles mit der Zeit. Erstmal wollen wir in die Kajüte. Tja, das hier ist der Trainingsplatz.
Hier scheucht Bronco die Neulinge rum. Wenn du die Grundausbildung absolviert hast, wird Meister Vitus deine weitere Ausbildung vornehmen. Also stell dich gut mit Bronco und du bist hier schnell durch. Lass uns lieber weitergehen, sonst denken die anderen noch, wir hätten nichts zu tun. Deine Schlafkammer teilst du dir mit Hemla. Komm, ich zeig dir, wo sie ist. Oh nein, ich will aber ein Einzelzimmer haben. Ich bin nämlich ein Einzelkind. Manu. Ja, der Bronco, bei dem sind wir jetzt, glaube ich, schon direkt unten durch. Komm aber weiter. Egal. Ey, oh, da ist Meister Vitus. Hallo. Nun, Novize. Wo finde ich die anderen Meister? Das werde ich dir sagen, wenn es soweit ist. Beende zunächst deine Grundausbildung. Erst dann wirst du sie treffen. Hey? Hast du eine Prüfung für mich? Prüfe mich, Meister. Du willst geprüft werden? Dann höre meine Worte. Suche Vertrauen und Weisheit im Kampf. Was? Was bedeutet deine Prüfung? Das herauszufinden ist Teil der Prüfung. Ah ja, das sind solche Schlauberger hier. Bleib dicht bei mir. Ja, ja, ja. Ah, das wird eine lustige Zeit hier in dieser harten Schule werden. Hey, da ist Kaspar. Mit dem reden wir gleich. Ich will erstmal hier in die Kammer geschickt werden. Ah, das sind türenlose, kleine Höhlen quasi. Du, was ist los? Dieser Rekrut ist ermordet worden. Was hast du damit zu tun? Ich soll hier schlafen. Ich soll hier schlafen. Ich bin neu hier. Und genau deshalb bist du der Richtige dafür. Du wirst herausfinden, wer für diese Schweinerei verantwortlich ist. Und... Gut. Was genau ist hier passiert? Das Ergebnis meiner Untersuchung ist eindeutig. Dieser Mann wurde von hinten niedergestochen. Es gibt keine Anzeichen von Magie. Es gibt also keinen Grund, dass ich mich mit dem Fall befasse. Und wieso ich dann? Wieso ich dann? Willst du meinen Befehl in Frage stellen? Ich will nur wissen... Du wirst tun, was ich dir sage. Und du wirst niemals wieder eine meiner Entscheidungen in Frage stellen. Verstanden. Wie soll ich vorgehen? Meister Vitus wird dich in dieser Angelegenheit unterstützen. Du weißt, was zu tun ist. Kümmere dich darum, Novize. Okay. Nun, das ist deine Kammer. Ich muss dringend noch was fegen, also du kommst schon zurecht. Natürlich komme ich hier zurecht. Aha. Toll. Das heißt, ich, also der Hemmler ist tot, mit dem ich mir hier die Kammer teilen soll. Also habe ich doch ein Einzelzimmer. Juhu. Juhu, juhu. Das Problem ist nur, dass jetzt hier eine Leiche auf dem Boden rumklebt. Und naja, egal. Ich werde schon irgendwie zur Ruhe kommen. Hemmler. Er hat ein Küchenmesser dabei. Aha, damit wurde er also ermordet. Das heißt, wir dürfen hier noch Detektiv spielen und noch einen Mord aufklären. Das ist ja cool gemacht. Wein? Muss ja hier alles gründlichst untersuchen, auch die Wurst. Ein kleines Krautpaket. Aha. Den Tatort untersuchen. So, ist hier noch mehr? Eine Seemannskiste. Ist ja meine Kiste wahrscheinlich, komme ich da einfach rein. Oh, Dietrich und eine Pfanne. Das ist ja ziemlich wenig, aber hey, naja. Nicht so schlimm. So. Da war noch was. Hemmlers Goldbeutel. Oh. Den Tatort untersuchen. Kann ich ihn öffnen, diesen Geldbeutel? Beutel. Ein kleines Beutelchen. Oh. Werkzeugbeutel, Hemmlers Goldbeutel. Da ist was drin. 25 Gold. Naja, immerhin. So. Okay, wir haben den Tatort untersucht. Wir haben zwei Betten für uns allein. Ich würde sagen, das ist doch ein sehr, sehr guter Start in der Vulkanfestung, Freunde.